Hallo zusammen, hier ist Jens der Christ und heute spiele ich den Kanzlersimulator. Du kannst den Kanzlersimulator auch online spielen auf planet-schule.de. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie stellst du dir die Politik in Deutschland vor? Was würdest du vielleicht ändern, wenn du Kanzler von Deutschland wärst? Und was würde Gott gerne sehen in Deutschland? Welche Politik? Aber vielleicht beginnen wir erstmal das Spiel und schauen dann mal weiter. Am Anfang müssen wir mal entscheiden, wie wir aussehen sollten, also unseren Avatar erstellen. Und das mache ich dann mal eben hier jetzt. Während ich jetzt hier meinen Avatar erstelle, kann ich ja mal sagen, dass ich persönlich Politik für sehr wichtig halte und ich mich auch deswegen politisch engagiere. Und ich glaube, dass es mehr Christen in der Politik geben müsste, deswegen fordere ich dich auf, engagier dich in der Politik. Jetzt haben wir also unseren Avatar und wir können dann sofort loslegen mit den Themen, die wir behandeln wollen. Wir hätten jetzt die Bereiche Kultur. Dann ein auch wichtiger Bereich ist das Thema Umwelt, denn Gottes Schöpfung sollte bewahrt werden. Dann haben wir das Thema Soziales, auch sehr wichtig. Das Thema Wirtschaft. Welche Veränderungen sollten wir in der Wirtschaft vornehmen als Christen? Und noch das Thema Sicherheit. Und wir müssen uns jetzt von diesen Themenbereichen einige auswählen, die wir für unseren Wahlkampf benutzen wollen, wo wir sagen, da legen wir großen Wert drauf. Nehmen wir mal hier die bundesweiten Mindestlöhne. Ich glaube, das ist ganz richtig, dass wir die einfordern, damit es mehr soziale Gerechtigkeit gibt. Dann gehen wir mal hier zum Thema Soziales. Und wir sind nicht dafür, dass Bezüge von Sozial- und Arbeitslosenempfängern gekürzt werden. Denn jeder, der da Unterstützung bekommt, weiß, dass es nicht besonders viel ist. Ja, und ich glaube, ich nehme erstmal drei Themen, die ich abarbeiten will. Das heißt, ich nehme noch einen Thema dazu, mal sehen, aus welchem Bereich ich das dann nehme, weil eigentlich sind einige Themen da, die jetzt hier so sind, auch wichtig, finde ich auch wichtig. Aber ich will mal nicht zu viele nehmen. Als ich das getestet habe und gespielt habe und zu viele genommen habe, da hat er gesagt, so viele Themen können Sie ja gar nicht abarbeiten, Sie sollten weniger nehmen. Und dann nehme ich jetzt dann nur ein paar. Und während ich dann hier noch ein bisschen überlege, was ich dann jetzt nehme, vielleicht an euch die Frage, soll ich noch ein bisschen in anderen Videos über Politik erzählen und da politische Themen mehr aufgreifen? Oder sagt ihr, Politik ist langweilig, wollen wir nicht wissen? Ja, das ist mal eine Frage, die ich an euch habe. Wollt ihr ein bisschen mehr über Politik und meinen christlichen Glauben erfahren? Ja, und ich habe mich jetzt hier entschlossen, die Vermögenssteuer wieder einzuführen. Dann wählen wir jetzt hier noch die Partei, für die wir kandidieren wollen. Das ist jetzt hier in diesem Beispiel am besten die SPD, weil wir da am meisten Übereinstimmung haben. Und nehmen wir noch eine zusätzliche Eigenschaft, die wir haben, und das ist bürgerrechtsfreundlich. Deutschland hat gewählt, meine Damen und Herren. Die Karten im Parlament sind neu gemischt. Die Partei des neuen Kanzlerkandidaten ist gescheitert. Man wird in den kommenden Jahren an einer neuen Strategie arbeiten müssen. Ja, das ist mir eben beim Testen auch nicht passiert. Also ich bin mit meiner Politik gescheitert. Habe anscheinend die falschen oder zu wenige Themen genommen, dass ich da zu wenig überzeugen kann, die Leute mich zu wählen. Tja, die Leute wollen meine Politik nicht. Dabei wäre sie so gut und so genial für Deutschland. Aber ich kann sie nicht davon überzeugen, mich zu wählen. Ja, soll ich es nochmal versuchen? Also wollt ihr noch ein Video darüber sehen, wie ich es nochmal versuche, die Leute mit meiner Politik zu überzeugen oder nicht? Also ich glaube, das war es dann auch erstmal für heute. Und wenn du jetzt Lust bekommen haben solltest, das Spiel zu spielen, dann ermutige ich dich dazu. Versuch doch mal, dich in den Kanzler von Deutschland hineinzuversetzen und zu überlegen, was ist das Beste für Deutschland. Und spiel das Spiel auch mal. Zum Abschluss des Videos möchte ich noch beten.
Ja, lieber Gott, du siehst, dass es jetzt bald wieder Bundestagswahlen gibt und dass da der neue Kanzler gewählt wird. Und bitte sei bei diesen Wahlen dabei und helf doch, dass da der Richtige oder die Richtige gewählt wird, die unser Land dann auch wieder nach deinen Vorstellungen gestaltet. Amen.